Hallo zusammen, wir haben Mittwoch, nee, Quatsch, wir haben Dienstag, den 9. März und es ist 14.47 Uhr. Mal schauen, ob ich diesen Clip, hier geht es über die Nasdaq, ob ich das noch schaffe, den Vorbörsenbeginn reinzukriegen auf YouTube. Das ist jetzt der Chart, da haben wir den seit, wann ist denn das? Das ist seit Juli letzten Jahres. Ich habe einfach mal, ich mache es ein bisschen größer, auf die letzte, also auf die vorletzte große Bewegung, die Fibos angesetzt. Und wir haben gestern mit Schlusskurs genau drauf aufgesetzt. Schon zwei Tage vorher, beziehungsweise vorgestern, dann einmal kurz unterboten, aber dann mit diesem Hammer hoch. Das ist der Tageschart. Eine Kerze, ein Tag. Das ist das 50er Retracement. Hier sind wir bei 61,8. Das 61,80er verbindet sich bald mit der 200-Tage-Linie. Die steigt pro Tag um 39 Punkte. Ist auch ein sehr schöner Chartpunkt von der Vergangenheit her. Aber zurück zu dem 50er. Wir haben von diesem kleinen Niveau, was aber auch hier Widerstand, Widerstand, Widerstand und Widerstand war, also schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bei 12.236 haben wir gehalten, haben den Hammer gemacht und jetzt gerade eben handeln wir bei 12.587. Da sind wir mit der Maus hier, da wo sie jetzt gerade eben ist. Vom MACD her ist es noch negativ, muss es aber auch sein mit diesen schwarzen Kerzen hier. Aber die Stochastik fängt schon ganz leicht an zu drehen. Wenn wir heute nur 30, 40, 50 Punkte über dem Schlusskurs von gestern schließen, werden hier Kaufsignale generiert. Also ich denke, dass der erste Abverkauf, ob es einen zweiten oder dritten gibt, müssen wir sehen, aber der erste große Abverkauf vom All-Time-High hier ist fertig in der Nasdaq. Ich glaube nicht, dass die noch nennenswert fällt. Rückschlagspotenzial, also sprich Steigerungspotenzial, ist einmal die 10-Tage-Linie. Da sind wir heute so bei ganz grob 12.860 und dann natürlich die 20-Tage-Linie. Ich kann es jetzt auch mal so machen von den Fibos, dass ich die so ziehe, dass ich sage, ich muss die jetzt von hier oben nehmen. Genau. Wie weit kann der jetzt hoch korrigieren? Die 10-Tage-Linie verläuft mit dem 38er und die 20-Tage-Linie im Moment, also heute hier und jetzt mit dem 61,8er. Also so eine 12.850, da habe ich kein Problem, mir das relativ flott vorzustellen. Mir hat dieser Ausverkauf ziemlich gut gefallen. Einen Call, hier ist er, möchte ich allerdings doch nochmal hier drunter legen, unter das 61er, nicht zu nah dran. Ich habe mich für den hier entschieden, das ist ein 11.858er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Friedrich 7 Richard Siegfried Walter. GF7RSW für den Put, mit dem ich allerdings ein bisschen warten möchte. Also das ist, ich glaube, der hat einfach schon zu viel nachgegeben. Ja? Wenn Tesla hat, ich glaube, 270 Milliarden verloren in den letzten, sagen wir mal, drei Wochen, aber die waren ja auch vorher 270 Milliarden zu hoch. Entschuldigung, aber der musste sein. Schöne Grüße an Elon. Den Put möchte ich gerne hier hinterlegen. Aber es ist momentan nicht meine erste Wahl, muss ganz klar sagen. Das ist hier die 13.600 und dann würde sich sowas hier anbieten, 13.651. Das ist im Moment nur ein 12er Hebel, aber der wird anziehen. Ja, also der wird dementsprechend steigen. Das ist die GH279 und H wie Heinrich, 13.651 hier hinter. Aber das ist noch zu früh. Also ich rechne jetzt eher mit einer Korrektur nach oben. Durchaus hier bis zur 10-Tage-Linie, also als schnelle Bewegung. Aber ich habe auch gar kein Problem, mir vorzustellen, dass wir bis zur 20-Tage-Linie gehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.